Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute ist es soweit. Heute muss ich und Nick unseren Unterkörper trainieren. Wir zeigen euch Top 5 Übungen für den Unterkörper für Fußball. Als erste Übung für den Unterkörper haben wir die Sumo Deadlifts gemacht. Hier trainierst du primär den Rückenstrecker und die Oberschenkelmuskulatur. Und das Setup ist ein bisschen anders als beim konventionellen Deadlift. Hier steht man breiter als schulterbreit, Füße leicht nach außen. Der Rücken bildet ein kleines Hohlkreuz. Mit durchstreckten Armen greifst du im Kreuzgriff. Das heißt, eine Hand vorne, eine hinten, das sollte man hier gut sehen. Ein schulterbreiter Griff und dein Rücken macht kontinuierlich ein Hohlkreuz. Als zweite Übung hat Jan mit uns die Bulgarian Split Squats gemacht und hier die Inputs von ihm, die wir hier übrigens alle 1:1 übernehmen. Hier trainierst du primär die Oberschenkelmuskulatur und die Gesäßmuskulatur. Wichtig ist der aufrechte Stand und das Körpergewicht ja nicht auf das hintere Bein legen, sondern auf das vordere. Und ganz allgemein, die einbeinigen Übungen sind sehr wichtig für den Ausgleich von beiden Beinpartien, dass man hier auch keine Muskeldisbalancen bekommt. Also hier auf dem PDF von Jan steht, die dritte Übung heißt Wall Slide Leg Curl. Habe ich so auch noch nie gemacht, aber war richtig, richtig nice. Hier trainierst du primär den Hamstrings natürlich und auch noch die Gesäßmuskulatur. Wichtig, die Hüfte ist durchgestreckt, einbeinig oder beidbeinig. Beidbeinig wäre etwas einfacher und es ist wichtig, da im Fußball die häufigste verletzte Struktur ohne Gegeneinwirkung der Hamstrings ist. Also das muss man unbedingt zusätzlich trainieren und daher ist auch der Vorteil für einen Fußballer, dass er verletzungsfrei bleibt und auch schneller sprinten kann. Als vierte Übung haben wir die Calf Raises gemacht, damit wir auch Waden wie Jack Grealish bekommen. Das sollte ja kein Problem sein beim Training von Jan Schneider. Hier, ja, Zielmuskulatur, die Waden, die Hüfte ist durchgeschreckt und man kann es einbeinig oder beidbeinig durchführen. Und auch hier ist der Vorteil, dass man weniger verletzungsanfällig wird und auch für die Sprints, für die Richtungswechsel etc. ist es ganz wichtig, dass man hier kräftig ist. Als letzte Übung haben wir dann noch etwas für die Bauchmuskulatur eingebaut und zwar das Beinheben hängend. Ziel ist die gerade und schräge Bauchmuskulatur, Rumpfmuskulatur, Schulter und Arme werden auch noch mittrainiert mit dem eigenen Körpergewicht. Und ja, die Hüfte, Gesäß und Rücken schiebst du nach vorne, um die Beine nach oben und auf die Seite bewegen zu können. Und ein häufiger Fehler, ja, das beobachten wir selber auch im Gym, ist, dass mit zu viel Schwung gearbeitet wird und es einfach nicht kontrolliert ist. Jo Leute, das war das Video Unterkörpertraining. Ich bin am Ende. Bruder, wie fühlst du dich? Ja, auch ein bisschen am Ende. Übungen waren aber top. Bei mir ist das Knie immer ein bisschen das Problem, aber wenn man die richtig durchziehen kann, dann ja, wird man auf jeden Fall ein besserer Fußballer. Zur Maschine, ja. Also Leute, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren. Was noch? Einfach Gas zu geben. Die Leute geben einfach zu wenig Gas. Das stimmt, das stimmt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Yes. Aber du musst reagieren. Thank you.